Moin Leute! Gestern wurde in der Höhle der Löwen ein Produkt vorgestellt, was eine richtige Revolution auslösen könnte. So wie Steve Jobs damals mit dem iPhone die ganze Welt umgekrempelt hat, könnte das auch ein Produkt sein, was so richtig einmal alles auf links dreht. Und zwar handelt es sich um einen neuartigen Straßenbelag, mit dem Strom erzeugt werden kann. Also ein Straßenbelag aus Solarpanels, mit dem du Strom erzeugen kannst und gleichzeitig auch per Induktionsladung Elektroautos laden kannst, wenn sie darauf fahren. Das hat die Löwen wieder so umgehauen, dass gleich drei ein Angebot abgegeben haben. Der Deal kam auch vor der Kamera zustande, ist dann aber geplatzt. Jetzt fragt man sich, was ist da im Hintergrund passiert? Was führte dazu, dass die Löwen dann doch wieder ausgestiegen sind? All das erkläre ich euch hier im Startup Taxi. Bevor wir uns mal genauer angucken, warum der Deal jetzt gescheitert ist im Nachhinein, werfen wir einmal einen Blick auf das Produkt. Solmove nennt sich das Ganze. Der intelligente Straßenbelag. Der Gründer wollte 500.000 Euro haben für 10% der Unternehmensanteile. Das entspricht einer Bewertung von 5 Millionen Euro. Das ist natürlich schon eine ganz saftige Bewertung, aber er spricht auch davon, dass in wenigen Jahren über 100 Millionen Euro Umsatz fließen können und dass es natürlich eine Revolution ist und das Ding bahnbrechend und naja, in Superlativen wird da nicht gespart und deshalb auch diese hohe Bewertung. Am Ende haben drei Löwen ihm dann 750.000 Euro angeboten für 25% der Unternehmensanteile. Entspricht also einer Bewertung von 3 Millionen Euro. Der Gründer hat das Angebot der Löwen zugesagt. Und am Ende ist es nicht zustande gekommen. Wie gesagt, lass uns erstmal einen Blick auf das Produkt werfen, bevor wir uns anschauen, was da im Hintergrund nach der Sendung passiert ist. So, gucken wir uns mal die Webseite an. Fahren Sie auf den Straßen der Zukunft. Solmove baut intelligente Solarstraßen, die Elektroautos mit sauberem Strom und Informationen versorgen können. Auf der Webseite sehen wir auch gleich den Aufruf zum Crowdfunding. Das läuft also noch. 66 Tage, 250.000 Euro werden eingesammelt und 95.000 Euro sind schon gesammelt. Klingt alles ein bisschen wenig dafür, dass da die ganze Welt revolutioniert werden soll. Für so ein komplexes Produkt sind 250.000 Euro gar nichts. Und auch 750.000 Euro, die aufgrund der Sendung hätten fließen sollen, das ist nichts. Da geht so viel Geld in die Entwicklung, also das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auch mit dem Crowdfunding, da wird er nicht viel bewegen können. Das Produkt ist auch äußerst stabil. Ne, man muss sich ja vorstellen, es soll ja wirklich in die Straße eingearbeitet werden, sodass man darauf fahren kann. Da können also Lastwagen drauf fahren, 40 Tonner, das soll überhaupt kein Problem sein. Und es soll genauso stabil sein wie Straßenbelag. Nico Rosberg hat sogar mit einem Hammer draufgehauen. Der Hammer war beschädigt. Das Solarpanel nicht. Also die Solarpanels scheinen wirklich sehr, sehr stabil zu sein. Es ist nichts beschädigt worden. Social Media mäßig kann ich da keine großen Aktivitäten entdecken. Auch die Webseite sieht jetzt ja nicht besonders ansprechend aus. Ist aber bei so einem Produkt auch gar nicht so notwendig, weil es ein B2B-Produkt ist. Du gehst da an Straßenbauunternehmen oder gehst sogar an den Staat, um da die ganze Straßenplanung mit anzugehen. Weil das ist ja ein Riesenthema, um dann auch Straßen, wie er auch sagt, wirtschaftlich zu machen. Dass eine Straße nicht nur Geld kostet, sondern auch noch Geld verdient. Also wirklich eine sehr smarte Idee. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass ein Großteil der Straßen damit ausgestattet sind und richtig viel Energie auf einer Fläche produziert werden kann, die sowieso da ist und dann auch noch Autos geladen werden können, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr cooles Produkt, was für die Zukunft bestimmt viele Probleme lösen könnte.
Wir schauen nochmal in die Crowdfunding-Kampagne. Häufig gestellte Fragen. Ist die Oberfläche glatt, besonders bei Nässe? Nein, die Oberfläche ist zwar aus Glas, aber nicht glatt. Rutschfestigkeit entspricht dem gleichen Wert, der für Asphalt gilt. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Also auch schmutzempfindlich ist es nicht. Was passiert im Winter mit Salz und Split? Auch das ist kein Problem. Auch Unfälle sind kein Problem. Ist aus Sicherheitsglas, da splittert nichts und gar nichts passiert da. Ein Quadratmeter soll übrigens 250 Euro kosten. Das ist natürlich ganz ordentlich und entspricht ungefähr dem Doppelten, was ein normales Solarpanel kostet. Wie viel Strom erzeugt denn jetzt so eine Fläche? Ein Quadratmeter erzeugt ca. 100 Watt elektrischer Leistung. Eine Fläche von 33 Quadratmetern reicht aus, um einen durchschnittlichen Haushalt mit Strom zu versorgen. Alternativ kann die hier erzeugte jährliche Strommenge ein Elektroauto 20.000 Kilometer weit fahren lassen. Klingt alles wirklich gut. Interessant, hier nochmal ein Blick auf die Zusammenfassung des Investments beim Crowdfunding. Hier wird eine Unternehmensbewertung von 7,5 Millionen Euro angesetzt. Also in der Sendung ja noch 5 Millionen, die Investoren haben es auf 3 Millionen bewertet und hier im Crowdfunding bewertet er sein Unternehmen mit 7,5 Millionen Euro. Warum kommt bei so einem Leckerbissen jetzt kein Deal zustande, wenn schon in der Sendung alles zugesagt wurde und dann letztendlich wieder alles geplatzt ist im Nachhinein? Naja, das ist absolut keine Seltenheit in der Sendung, das ist schon häufiger vorgekommen. Es kann verschiedene Gründe haben. Zum einen möchte der Gründer möglicherweise gar keinen Deal haben, weil er dann Unternehmensanteile abgeben muss. Er nimmt lieber einfach nur die enorme Reichweite der Sendung mit und verkauft dann sein Produkt nach der Sendung enorm gut. Beim B2B-Produkt eher schwieriger. Natürlich kann man da auch gute Partner überzeugen durch die Sendung und gewinnen letztendlich, dass man da gute Anfragen bekommt, die einen dann weiterbringen. Aber immer besser für ein Endkundenprodukt, was hier nicht der Fall ist. Außer du baust dir vielleicht irgendwo eine Privatstraße oder auf deinem Grundstück willst du solche Module in deinen Weg reinpflastern. Aber es ist eher ein B2B-Produkt. So, hier in diesem Fall ist es also etwas anders gewesen. Der Gründer wollte wirklich diesen Deal eingehen für die 750.000 Euro mit den drei Löwen für 25%, hat sich da also auch noch auf ein geringeres Angebot eingelassen. Aber im Nachgang wird ja das Unternehmen nochmal genau durchleuchtet, bewertet und dann wird geschaut, ist es wirklich so, wie es in der Sendung versprochen wurde. Und das war hier offensichtlich nicht der Fall, denn wie ich eingangs schon erwähnte, da muss enorm viel Geld in die Hand genommen werden für Forschung und Entwicklung. Und bei der Bewertung im Nachhinein kam raus, dass da noch viel mehr Geld in die Hand genommen werden muss als angenommen. Hinzu kommt, dass es viele Reklamationen gibt von Anwendungsfällen, wo das Produkt im Einsatz ist. Das heißt, lässt auch nochmal darauf schließen, dass hier noch viel Geld in die Entwicklung fließen muss. Hinzu kommt, dass Investoren aus der ersten Stunde bereits wieder ausgestiegen sind und das Produkt ist noch lange nicht so reif, dass es in großen Mengen produziert werden kann. Das war den Löwen also doch zu heikel, das ganze Thema, hat dann dazu geführt, dass sie da noch den Notausstieg genommen haben und die ganzen Verträge, die ursprünglich unterzeichnet werden sollten, nicht unterzeichnet haben, ausgestiegen sind und der Gründer jetzt alleine fertig werden muss mit dem Produkt. Wir werden sehen, vielleicht wird er Erfolg haben mit seinem Crowdfunding. Aus meiner Sicht zu wenig Geld, um das Produkt jetzt wirklich serienreif zu machen. Die drei Löwen haben es ja nochmal bestätigt in ihrer Prüfung. Das ist denen zu risikoreich, auch wenn man natürlich bei so einer Sache Risiko mitgehen muss. Aber man muss immer entscheiden für sich, ist das Risiko jetzt, steht das im Verhältnis zu dem, was dabei rauskommen kann? Ist mir das Risiko wert? Denke ich, das wird noch etwas am Ende oder werde ich damit scheitern? Und letztendlich haben sie sich dagegen entschieden und deshalb hier kein Deal, obwohl in der Sendung ein Deal zugesagt worden war. Und damit bin ich raus. Bam!